So, liebe Leute, wie ihr seht, geht's heute weiter in Paderborn mit dem 30. Spieltag. Wie gesagt, danach geht's gegen Freiburg. Also jetzt die Vorhut gegen Paderborn. Das ist die Freiburger heute patzen. Nee, sie haben gewonnen. Sie haben schon gewonnen. Ich wollte gerade sagen, lass die Freiburger mal patzen, dann könnt ihr zum nächsten Finale kommen. Naja. Gut, die haben ihre Aufgabe gelöst. Das ist so ein Spieltag Nummer 29 heute. Wir können mit dem Sieg wieder auf 7 rankommen und mit dem nächsten Sieg auf 4. Aber jetzt müssen wir erstmal in Paderborn die Pflicht lösen. Beziehungsweise, ja, die heute die Pflicht, nächste Morgen die Kür. Und dann hoffentlich das große Finale in Richtung Saisonende. Na da, auf geht's. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen sprechen für sich. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Ein tolles Spiel. Wir müssen heute in Paderborn definitiv triumphieren, weil die Freiburger ja schon gewonnen haben. Und die, vielleicht die Mini-Chance mit dem nächsten Sieg, mit den nächsten beiden Siegen. So, also wie gesagt, heute Pflicht. Große, große Pflicht. Diese 3 Punkte, weil dann ist es definitiv noch vielleicht noch möglich. Was die Freiburger vielleicht zweimal noch unentschieden spielen, dann sind wir mit der Tordifferenz vorbei. Aber ich glaube, sie werden ihre Aufgabe lösen. Aber wie gesagt, wenn wir heute patzen, dann lege ich mich fest, dann war es das. Wenn wir heute gewinnen, nächste Woche gewinnen, also nächstes Spiel gewinnen, morgen gewinnen, also heute Paderborn, morgen Freiburg, und dann sind wir definitiv noch in der Lage, vielleicht den Titel zu holen. Vielleicht. Da muss aber noch einiges zusammenkommen. Na dann, auf geht's in der Home Deluxe Arena in Paderborn mit dem 29. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga mit dem Spiel des Tabellenzweiten aus Bayreuth. Ja, das sieht gut aus. Eckloff. Da zieht er ab. So gerade eben noch geklärt, da wäre es fast passiert. Sandhausen hat es eingeladen. Wie wird er jetzt hier entscheiden? Sandhausen hat es mit mehreren Patzern eingeladen, die insgesamt vier Tore am Ende zu machen. Sterner. Er sucht die Chance. Ja, ich habe da keine Lücke gerade, ne? Ja, er geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Es war gut. Gute Idee, aber wie gesagt, es gab keine Lücke dort. Also durch die Bälle muss man natürlich aufpassen. Frag mal bei Magdeburg nach, die uns so ein Ding ja quasi mehr oder weniger dann am Ende, es war nicht spielentscheidend, sie haben es aber trotzdem, das geht. Die Mannschaft mit der besten Offensive. Vor diesem Auswärtsspiel haben sie die beste Offensive und das macht sie natürlich. So, wieder Freistoß, diesmal ein bisschen zentraler. Vielleicht die Leute, die genau wissen, wo das Tor steht, das kann auch heute. No, boah, jetzt hat er mal eine Möglichkeit. No, boah, der hat Tempo, der kann. Kann jetzt über den Flügel kommen. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Sterner! Nein! Das gibt's doch gar nicht. Das war fast ein zu 100% perfekter Konter. Ja, den muss er machen. Den muss er eigentlich nur querlegen. Schade.
dicke, dicke, große Chance. Wir stören jetzt. Er holt sich vorne den Ball. Ach Mann, was sind das denn für Bälle immer wieder? Liebes Spiel. Jawohl, wieder eine gute Situation antizipiert und dann gut dazwischen gegangen und geholt. Drauf. Jetzt bringen Sie die Flanke rein. Jetzt ist es das Einzige. Jetzt endlich ist es das Einzige. Yes. Eckloff. Er sagt gerade noch ein bisschen Ruhe rein. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Angulo über die linke Seite. Ein Top-Transfer. Der Ecuadorianer hat Freispieler geholt. Wird der Mut tatsächlich belohnt. Und dann ihn, glaube ich, der will gesagt, nächste Saison definitiv noch Konkurrenz kriegt mit Staffelis. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig. Nämlich als Nummer 1 oder als Nummer 2. Wie gesagt, schauen wir mal dann. Noch steht es halt noch nicht fest, wie die Saison, nächste Saison aussieht. Fakt ist, wir werden wahrscheinlich aufsteigen. Sie suchen nach der Lüge. Die Frage ist noch, als Gruppen 1 oder als Gruppen 2? Als Liga 1 oder 2? Aber jetzt erstmal die Aufgabe und es ist das 1:1 durch Paderborn. 4:4 Platz gelassen. Da durften sie sich nicht allzu lange über die Führung freuen. Und dann. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Ja, eigentlich ist es überhaupt nicht gefährlich. Das ist eigentlich gar nicht gefährlich, das Ding. Und dann sagt Piri, oh, dann gehen wir durch. Sveni, 1:1. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1:1. Freuen wir uns, freuen. Die können nämlich auf dem Sofa gerade gucken, wie es uns geht. So, die 20 darf jetzt mit der gelben Karte vor. Darf jetzt mit der gelben Karte. Auch so absolut vertretbar. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. So, der wird doch nicht. Der wird doch nicht. Nein, nein. Viel zu weit weg. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. So, gelb. Was gibt er hier? Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Aber warum gibst du jetzt eigentlich für jeden Scheiß Freistoß für den Gegner? Das ist der dritte hintereinander, zweite hintereinander. Aber wieder so eine blöde Situation. Wieder. Da müssen schon andere Freistöße kommen, damit es da wirklich gefährlich wird. No. So, und Herne. 2:1. Er bringt sie wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Und diesmal habe ich ihn dann doch quergelegt. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Ich hätte auch alleine auf den Keeper zugehen können, aber sag dann komm, scheiß drauf. Nimm mal die sichere Variante. Rein damit. Aus kurzer Distanz. Und dann ist es Starter. Lässt er dem Keeper keine Chance. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Kleefisch. Bin Kleefisch. Ah, die Idee war gut, aber die Umsetzung war schlecht. Und dann kommt Ulrich. Machen Sie gut. Steilpass. Ist das das 3:1. Ah, Sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag. Zwei Tore sind Sie vorne. So, wieder. Bisschen weg vorne, Novoa diesmal. Reihenweise stehen lässt und das ist der jetzt schön am Keeper vorbeischlänzt. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Doppelschlag innerhalb von 5 Minuten auf 3 weggestellt. Auf 3 gestellt. 2 weggestellt, weggezogen. Der Pass kommt nicht an. Ja, Paderborn muss sich jetzt was einfallen lassen, wenn sie wieder reinkommen wollen. Sie waren ja schon drin. Das war. Das macht, holt sich den Ball. War geiler. Gut gelöst da mit dem. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Und sie schaffen Eckloff. Es halt auch immer wieder. Eckloff. Spielerische Überlegenheit in Torchancen. Und jetzt diese Chance. Und die nächste gute Chance für die Bayreuth. Sogar hier noch 4 zu stellen vor der Pause. Konnte sich schon einmal durchsetzen. Hier aber nicht. Der Ball gewinnt. Und Grund ist dieses frühe Stören. Sie sind da, Ball wird geblockt. Da,
Es war Brust, es war keine Elfmeter. So, Pause. Und jetzt ist es erstmal Pause. Durch ein 1 liegen die Gäste vorne. Deutliche Führung zur Pause und das offensiv stärkste Team zeigt wieder mal, was es kann. Zeigt wieder mal, wo die Stärken liegen. Sie machen hier, was sie wollen. Lassen keinen Zweifel aufkommen, wer hier die bessere Mannschaft ist. Es ist ein unglaubliches Selbstvertrauen zu bewundern. Er geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Kein Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. So. Kliffisch. Mal gucken, ob er den langen Ball spielt. Da hat er den durchkriegt. Nö, kriegt er nicht. Kiki Witz sagt jetzt, okay, das ist meiner. Und wieder ein Fehler von Paderborn. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ja, den wollte auf. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Es wird, glaube ich. Wäre, glaube ich, allerdings gewesen, ne? Für uns Vorteil. Ball in Seitenhaus geklärt, sie bekommen den Einwurf. So, jetzt wechselt jetzt SC Paderborn. Ah, schade, ich dachte, der nimmt den ersten Weg. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Nein, nein, nein. Wofür? Es war nichts. Können Sie hier verkürzen? Ganz stark. Schönes Ding. Kommt der noch durch? Nein, der hat ein bisschen zu lang gespielt. Schade. Ja, könnte für uns gehen, oder? Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Nee. War noch einer von unseren Leuten dran. Schade. Ah, oh, das war. Es kribbelt schon in den Finger wegen dem Topspiel. Jetzt nochmal vielleicht die allerletzte Chance, sich vielleicht nochmal reinzukämpfen. In die Richtung Titel. Sterner. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Jetzt vielleicht. Über Laurin Ulrich. Ulrich! Ja, wird geblockt. Piri, sagt jetzt erstmal. Peters. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten. Novoa, macht da den Sack jetzt final zu. Nö, der Keeper sagt dann immer noch. Ecke kommt ins Zentrum. Ah, halbherzig, das ist nach wie vor gefährlich. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Peters! Drin ist es! 4-1! Das ist der Rechtsverteidiger aus der aus der Ajax-Jugend. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Ja, es war aber ein Fehler da. Also was heißt Fehler? Abpraller halt. Der aber nach draußen geht. Und Peters lässt den Verteidiger einfach gut stehen und haut das Ding ins lange Eck da hinten. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4-1. So. Die letzten 15 Minuten jetzt. Klasse Zuspiel, da müssen Sie aufpassen. Nur Boa! So, das nächste Tor, das wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen.
Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Ja, Fakt ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Aufgabe, die meiner Meinung nach ein bisschen die schwer ist, auch wenn Paderborn keine gute Saison spielt, sehr gut, aber dass wir die Aufgabe gelöst haben, vor allen Dingen jetzt auswärts. Und zwar souverän auswärts gelöst haben. Das ist jetzt Sieg Nummer 4 in Folge. Wie gesagt, jetzt kann Freiburg kommen, wir kommen aus einer Siegesserie. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Ja, das kriegt er nicht hin. Ich wollte abbrechen, weil ich habe gesehen, dass der Sterner da oben links wegläuft. Oh, jetzt werden sie wechseln. Den habe ich schon gesehen, den Sterner. Und Carvalho! Mal mit einer Chance und der Keeper hält den. Die sind so was von gefährlich, diese Dinge. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Es werden nochmal 2 Minuten draufgelegt. Ja, es ist eh durch. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Fragt er jetzt? Nein, es war kein Abseits und es passt auch. Passiert auch nichts mehr. 5:1 in Paderborn. Klarer Sieg also. Ein Tor schöner als das andere. Und genauso kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft erzielt und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus und machen die Dinge auch. Eiskalt, routiniert, souverän, das ist großartig. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. So. Gut. So, okay. Gut, wir sind durch. Zumindest mit der Voraufgabe. Haben wir 100 Tore geschossen. Sehe ich das gerade richtig, dass das nur nicht richtig dargestellt bekommt. Doch, ja, mit der Tordifferenz ist 100 zu 43, ja. Gut, aber wir haben auch viele, viele Gegentore kassiert, muss ich sagen. Wir haben auch so irrwitzige Ergebnisse dabei gehabt. 5 zu 6, mehrere 3 zu 3, 4 Gegentore teilweise. Also da sind einige dabei. Gut, liebe Leute, jetzt steht's dann an. Das Topspiel gegen den SC Freiburg. Wir sehen uns wieder morgen um 14 Uhr. Und dann vielleicht nochmal die große Chance, in die Saison zurückzukehren. Bis dahin und tschüss.